So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem heutigen Video zu Invisible Inc., einem neuen Party-Malspiel von Huch and Friends. Und ich werde euch jetzt einmal kurz einen Überblick geben, wie das funktioniert. Ich kann jetzt leider vor der Messe, wo es ja rauskommt, wo ich halt das Video gerne noch zu online hätte, kein richtiges Let's Play dazu machen. Wir werden das aber, denke ich, nochmal vom Live-Kanal spielen. Deswegen guckt einfach auf Brettspielblog Live vorbei und dann seht ihr meine richtige gespielte Partie. Jedes Malspiel braucht immer so einen Kniff. Hier ist es zum einen das hier, das ist kein Lippenstift, sondern im Prinzip ein Textmarker, den man so als Stift benutzen kann, und eben diese Brillen hier. Und wir haben hier so Aufzeichnungen vom letzten Mal, wo wir was gemalt haben. Das sieht man jetzt in der Kamera, glaube ich, nur relativ schlecht, aber da wurde eben irgendwas gemalt. Und ich zoome da jetzt mal ran. Na, jetzt seht ihr das noch. Und wenn man jetzt diese Brille aufsetzt, dann ist es jetzt erstmal ein bisschen unscharf, aber ihr seht schon, ne, mein Finger ist jetzt scharf, halbwegs, aber ihr seht trotzdem das Geschriebene nicht mehr. Es ist einfach weg. Brille weg, schwupps, auf einmal ist es wieder da. Brille drüber, das finde ich ganz gut, dass die Kamera das kann. Schon ist das Geschriebene weg. Wenn man es jetzt doch sieht, liegt es auf jeden Fall in der Kamera. Das menschliche Auge, selbst bei Rot-Grün-Blinden, sieht nicht, was da gemalt wurde. Und das ist eben der Clou bei diesem Spiel. Ein Spiel ist immer gerade der Doppelagent oder so. Agententhema scheint bei solchen Partyspielen jetzt ganz in zu sein. Der würfelt dann. Und wenn er jetzt das hier würfelt, dann müssen alle so eine Brille aufsetzen. Das heißt, der malt, der sieht nicht, was er hier malt, und die raten, sehen nicht, was er malt. Das heißt, der malt muss halt versuchen, das so einigermaßen gut hinzukriegen, Freestyle-mäßig. Und die anderen Spieler müssen auf die Bewegung achten und dann daraus erahnen, was das für eine Form sein könnte. Dementsprechend hier, ne, da einfach derjenige, der den Stift trägt, muss halt so eine Maske aufsetzen. Also ich würde mir die jetzt übersetzen, und die geht sogar in den meisten Fällen über eine Brille rüber. Und dann müsste ich jetzt eben hier Freestyle-mäßig, ich zeig das jetzt einfach mal, irgendeinen Begriff malen. Zum Beispiel hier den. Ihr könnt ja einfach mal mitraten, was das sein soll. Den nehme ich nicht. Den hier versuche ich jetzt mal zu malen, ohne hinzugucken. Also wie gesagt, jetzt kann man gut mitraten. Und zwar man sieht das wahrscheinlich gerade wegen meiner Hand nicht, aber ja, und ich sehe gar nicht, was ich male. Das heißt, ich könnte jetzt einfach versuchen, neu anzusetzen, würde dann wahrscheinlich über mein Bild drüber malen. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, ich drehe das mal hochkant, um irgendwo hinzumalen, wo ich nicht bin. Und dann versuche ich das jetzt nochmal. Und ja, jetzt habt ihr das, also ich gucke jetzt einfach mal, ob man das potenziell, ja, man könnte das potenziell geraten haben, vielleicht, also ihr habt es wahrscheinlich auch nur ganz schwer gesehen, aber es sollte der Seiltänzer sein. Ne, da habe ich hier versucht, das Zirkuszelt zu malen, und dann, ja, ne, man sieht es halt nicht, und die anderen sehen es aber und können halt mitraten. So, und jetzt habt ihr die Brille auf, und jetzt zeige ich euch mal, wie das dann funktioniert. Und ich, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht malen, das habt ihr gerade schon gesehen. Ich versuche das jetzt mal so gut wie geht. Ich mach's noch mal. Einfach mal drüber, ihr seht das ja eh nicht.
Ja, und ich streame diese Rezension gerade nebenbei. Da kamen schon so Sachen wie Baum, Vulkanausbruch, Torte, Maulwurf, Hügel, Maschinengewehr. Ist alles nicht verkehrt. Ich glaube, wenn ich jetzt die Brille abnehme, werdet ihr es trotzdem nicht erraten, weil ich es so schlecht malen kann. Das ist meine Zeichnung. Das sollte der Baum sein. Dann sollte das der kleine Baum daneben an sein, der Stumpf. Dann sollte das hier die Axt werden mit dem Pfeil, der da drauf zeigt. Dann habe ich hier den Baumstumpf gemalt mit den Jahresringen drauf. Und dann habe ich hier nochmal einen neuen Baum gemalt mit der Axt, die ihn fällt, einen Pfeil drauf, der dann zeigt, dass hier der Baumstumpf ist. Das war jetzt natürlich super schwer. Ich kann super schlecht malen. Ich bin super unkreativ bei solchen Sachen. Und andere Leute können das sicher viel, viel, viel besser als ich. Aber so funktioniert es prinzipiell. Wie gesagt, entweder seht ihr das halt nicht. Ne? Das hier ist die Crowd, die rät, die es dann nicht sieht. Das hier ist halt der Maler. Und das hier sind halt beide. Und wenn es eben geraten wird, dann bekommt sowohl der malt Punkte, als auch der, der geraten hat, Punkte. Und es gibt eben unterschiedliche Kategorien. Es gibt zum einen das Blaue. Bei den blauen Karten, die sind auf Deutsch und Englisch drauf. Hier zum Beispiel Wikingerschiff und Drachenkopf. Wikingerschiff ist der gesuchte Begriff. Wenn der geraten wird, gibt es 2 Punkte und dann ist auch zu Ende. Drachenkopf ist quasi der Weg dahin. Wenn man Drachenkopf rät, gibt es 1 Punkt. Ne, mit dem blauen Begriff 1 Punkt. Und da muss man trotzdem noch den schwarzen raten, dann kriegt man halt 2 Punkte. Und so kann man halt maximal 3 Punkte hier überholen. Oder hier. Ne? Engel und Teufel. Das heißt, man kann erstmal zur Erklärung quasi den Engel malen und dann den Teufel. Wenn man das in der Reihenfolge rät, gibt es halt ne, insgesamt sogar 3 Punkte für den, der malt. Und wenn der, der rät eben, das auch beides rät, kriegt er halt auch alle Punkte. Das kann sich natürlich auch aufteilen auf unterschiedliche Leute. Oder hier gibt es sowas wie Wein und Käse. Ne? Wenn man Wein malt und malt auch einen Käse zu, wird zuerst der Wein geraten, ist sofort vorbei, wird zuerst der Käse geraten, ist gut, dann gibt es schon mal 1 Punkt und dann kann man nur noch die Punkte für den Wein abgraben. Das Wort wäre Baumstumpf gewesen, sorry. Dann gibt es noch den Code Black, da ist es ein bisschen anders. Bombe ist das gesuchte Wort in dem Fall. Apfel darf auf gar keinen Fall geraten werden, dann werden Punkte abgegeben. Genauso hier. T-Rex ist das gesuchte Wort, wenn irgendjemand Godzilla dazu sagt, dann gibt es Minuspunkte. Hier auch. Bild, das gesuchte Wort, Fenster nicht. Da sollte man es dann auch so spielen, dass... hier ist Steak und See, ja, auch interessant, dass der Spieler, der links oder rechts daneben sitzt, immer nicht mitredet und einfach guckt, ob das verbotene Wort geraten wird, dann macht er sofort Dirt. Oder auch hier, ne? Stift, Spritze, Ballon, Fisch, die sind schon immer ziegescharf, relativ eng beieinander, die Worte. Und ich zeige euch die jetzt mal nicht alle, weil vielleicht wollt ihr es ja noch spielen. Aber da seht ihr schon, ist es halt unterschiedlich schwer. Sprich, blau, quasi einfache Variante, hier könnt ihr richtig Punkte abgrasen. Schwarz, richtig schwer, da kann man halt dann auch wieder Punkte verlieren. Es gibt pro Spieler 10 Mikrochips im Vorrat. Man spielt so lange, bis alle weg sind. Das heißt, ne, wir würden jetzt zu dritt spielen, das heißt, wir hätten 30 Chips. Sobald die alle weg sind, wäre das Spiel zu Ende. Ne, es gibt für jeden der Spieler so eine Brille. Und man hat natürlich im Normalfall immer so lange Zeit, einen Begriff zu raten, wie die Sanduhr durchläuft. Ne, wenn der durch ist und es nicht geraten wurde, das ist noch nicht so super lange Zeit, dann ist einfach vorbei, dann kriegt auch keiner Punkte und das ist das ganze Spiel. Also auch wieder ein einfaches Malspiel mit einem durchaus interessanten Kniff, natürlich hier auch wieder so ein Tabu malen, wo man vielleicht selbst nicht sieht, was man malt oder wo andere Leute das nicht sehen oder alle das nicht sehen oder halt hier dann auch mit Hilfsbegriffen, die man irgendwie, die einen auch so ein bisschen dahin führen. Ne? Male ich vielleicht erst die Axt, dann kommen die Leute auf den Stumpf oder male ich erst den Schaum und dann kommen die Leute auf die Badewanne oder ich male eine Badewanne und mache da Schaum rein. Also das sind auch immer so ein, gewissermaßen Hilfsbegriffe und die sind immer alle doppelseitig bedruckt. Ich habe hier noch 2 Packen drin, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Also sind auf jeden Fall auch genügend von diesen Karten dabei, dass man es halt in beiden Konstellationen spielen kann. Und ja, wir haben es gespielt, wir hatten sehr viel Spaß dabei. Wir haben so einen Durchgang gespielt, bis alle Mikrochips leer waren. Dann war auch gut für den Abend. Dann haben wir gesagt, okay, reicht jetzt, ist kein Stille Post Extrem, dass man irgendwie 3 Stunden lang spielen kann, aber ist auf jeden Fall, also es kommt ja jedes Jahr spätestens zur Messe 1 bis 2 Malspiele raus. Letztes Jahr gab es ja von Haber dieses, wo man so ein Bild gemalt hat und das irgendwie komisch durcheinander gebracht hat. Das ist auch so ganz nett. Das hier ist wirklich unterhaltsam, also mit diesen Brillen und mit diesem Stift. Ich glaube, das funktioniert auch mit einem normalen Textmarker. Also das kann man wirklich gut spielen, wenn ihr halt zu denen, oder es gab ja auch mal dieses von Vlada Schwartil. Das fand ich absolut gruselig, weil das eine ganz komische Wertung hatte und das war fürchterlich kompliziert. Das hier ist super einfach. Auspacken, Leuten Brille in die Hand geben, würfeln, alle Brille auf, malen, raten, fertig. Zack, nächster. Der malt, Brille auf, alle anderen raten, zack, fertig. Ist halt schnell erklärt, schnell gespielt, super tolles Familienspiel, gut für Familien mit Kindern, gut für, kann man auch mit Oma und Opa spielen, können Partyspiele unter sich spielen, das ist einfach ein schickes Ding. Man kann auch sich einfach 2 davon holen und dann mit irgendwie 10 Leuten spielen oder so, das ist auch kein Problem. Und ja, das war einmal Invisible Ink. Jetzt wisst ihr, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Das war's von mir, ich sage bis bald und tschüss.